draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wünsche euch alle einen besinnlichen heiligen Abend und ja, heute melde ich mich mit einem Video wieder, bei dem es sich um verschiedene Inhalte handelt. Und zwar einmal gibt es einen Tag und am Ende gibt es noch ganz viele Dinge für euch. Aber dazu kommen wir halt, wie gesagt, erst am Ende und wir starten durch mit dem Tag. Ich wurde nämlich von der lieben Lena von SchuckiGirl1989 getaggt. Ihr Kanal ist in der Infobox verlinkt, genauso wie ihr Video. Ich hoffe, ich denke daran. Die Fragen sind auch in der Infobox verlinkt. Es sind 10 Stück an der Zahl, wenn ich mich recht entsinne. Es geht um Weihnachten, deswegen heißt dieser Tag auch Weihnachtstag. Den habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht gemacht. Ich fand, der passt gut zu Heiligabend und deswegen starten wir jetzt auch mal durch mit der ersten Frage. Magst du Weihnachten? Ja, aber natürlich, ich liebe Weihnachten. Ich finde, Weihnachten ist einfach die schönste oder eine der schönsten Zeiten im Jahr, weil man einfach nochmal mit seiner ganzen Familie zusammenkommt, dass man besinnt sich darauf, wie viel Glück man eigentlich hat, weil Familie einfach so etwas sehr Essentielles im Leben ist. Man hat sie immer, man wird sie immer haben und man sollte sie auch nehmen, wie sie ist, finde ich. Man hat ja zum Glück auch immer noch die Chance, wenn die Familie an einigen Stellen vielleicht nicht so berauschend ist, sich durch seine Freunde, seine eigene Familie nochmal zu gestalten. Das finde ich ganz wichtig, aber ansonsten ist die Familie halt der Kern des Lebens in meinen Augen und von daher liebe ich Weihnachten aus diesem Grund schon abgrundtief doll und es gibt für mich nichts Besseres als Weihnachten mit meiner Familie. Zweitens, hast du einen Adventskalender? Aber klar doch, habe ich einen Adventskalender. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, tatsächlich keinen. Dieses Jahr habe ich zwei. Einen habe ich von Franzi geschenkt gekriegt, der ist mit Schoki. Und den anderen habe ich von meinem Schatz geschenkt gekriegt. Das ist ein Rubbellos-Adventskalender. Wahnsinnig toll, macht für mich viel Spaß. Finde ich halt in dem Maße interessanter als Schokolade, weil von Schokolade... Wisst ihr, was ich meine? Schokolade hat man zu Weihnachten so, so viel. Und von daher finde ich es nicht schlimm, dass mein Adventskalender keine Schokolade umfasst. Viele von euch haben bestimmt, glaube ich, auch Beauty-Adventskalender. So, auf sowas hätte ich auch mal Bock. Wobei ich dann Angst habe, dass mir die Sachen da drin nicht gefallen und ich sie dann nicht benutze und sie nur sinnlos durch die Gegend rumfliegen. Beim Adventskalender, wenn das rubbellos halt doof war, kann ich es wegschmeißen und die anderen löse ich ein. Und dafür gibt es dann halt auch noch wieder ein bisschen Geld zurück. Und ja. Trotz alledem, könnt ihr mir ja mal schreiben, was für einen Adventskalender ihr habt. Ich wäre wahnsinnig neugierig, wobei euer Adventskalender jetzt wahrscheinlich ja auch schon aufgebraucht ist, weil ist ja Heiligabend und so, ne? Drittens, dekorierst du dein Zuhause und wenn ja, ab wann? Also, wir dekorieren meistens aber mehr so dezent. Also wir machen das jetzt nicht so ganz krass mit bunten Lichtern und an jedem Fenster irgendwas. Also so ist das bei uns nicht. Wir machen das Wohnzimmer meistens so ein bisschen winterlich, weihnachtlich. Das war es dann auch. Bei uns kann man auch keine Kugeln oder so hinlegen, weil die Katzen spielen damit und machen sie dann kaputt. Das ist auch immer ein bisschen ärgerlich. Von daher ist das sehr gering gehalten. Wir haben zum Beispiel auch so einen leuchtenden Weihnachtsmann, aber den nimmt der Kater immer ins Maul und trägt den durch die Gegend und spielt dann damit. Das macht dann auch nicht so viel Spaß. Ist halt so mit Katzen, aber ansonsten halt schmücken wir die Wohnzimmerfenster und sowas. Das machen wir halt schon. Eigentlich schmückt man ja erst nach Totensonntag, wenn ich mich recht entsinne. Das ist der Tag vor dem ersten, also der Sonntag vor dem ersten Advent. Danach darf man eigentlich, glaube ich, erst nach christlichem Glauben schmücken. Den Tannenbaum kenne ich eigentlich so, dass man den immer erst ein, zwei Tage oder eigentlich sogar erst an Heiligabend schmückt. Das machen viele ja heutzutage schon anders, weil es um den Baum sonst auch einfach zu schade ist. Das kann ich absolut nachvollziehen, da kann ich absolut mitgehen. Wir haben unseren Baum tatsächlich noch nicht geschmückt. Das werden wir wahrscheinlich auch im Laufe der nächsten Woche machen oder noch dieses Wochenende. Also wir haben jetzt ein Wochenende vor Heiligabend. In einer Woche ist Heiligabend und ja, ich denke, wir werden das jetzt irgendwie in den nächsten Tagen machen, wobei wir auch ein bisschen Angst haben, dass der Kater uns den Baum umwirft. Aber kommt Zeit, kommt Rat, das werden wir alles herausfinden, wenn es dann soweit ist. Viertens, dein liebster Weihnachtssong. Ich weiß gar nicht, was ist mein liebster Weihnachtssong? Ich liebe natürlich Last Christmas. Ich glaube, das tun wir alle insgeheim, auch wenn wir uns nicht eingestehen wollen. Ich mag aber auch Melanie Thornton. Wie heißt es denn? Ich glaube, ihr wisst, welches ich meine. Oder All I Need for Christmas is You mag ich auch total gern. Wie heißt es denn? Ich komme auf die ganzen Titel nicht. Ich habe ganz viele Titel gerade im Ohr, aber ich mag sie alle wahnsinnig gerne. Also Weihnachtslieder sind einfach toll. Ich mag auch in der Weihnachtsbäckerei total gerne oder Tannenbaum oder Jingle Bells oder keine Ahnung.
ja, Jingle Bells ist cool, also auch, ne? Es ist einfach Kult. Fünftens, was isst du an Weihnachten am liebsten? Klassisch gesehen haben wir an Weihnachten in meiner Kindheit immer Bockwürstchen mit Kartoffelsalat gegessen. Heutzutage ist das, glaube ich, aber ein bisschen anders. Also so kenne ich es jetzt mittlerweile. Meine Eltern machen das jetzt auch nicht mehr. Da gibt es ganz oft dann jetzt schon Braten oder Rippchen oder was weiß ich nicht. Mir ist das eigentlich egal, ich esse eigentlich fast alles gerne. Das Essen ist halt nur das, wo man dann die Gespräche mit der Familie entwickelt und das finde ich halt das Schöne daran. Ich meine, ich liebe auch das Essen. Ich mag zum Beispiel grüne Bohnen mit Speck umwickelt, das finde ich total geil, das esse ich super gerne. Ich mag Kartoffelpü, ich mag Rotkohl, ich mag Putenbraten, ich mag Salzbraten, ich mag Rouladen, ich mag eigentlich alles. Ich bin ein Allesesser, ich mag Ente, ich mag, keine Ahnung, ja, das war jetzt gerade alles Fleisch, ne? Das ist schräg, ich mag Rosenkohl, Ich bin eigentlich jemand, der eigentlich so gut wie alles isst, weil, ja, Essen ist Essen und, ne, ich finde, weiß ich nicht, wenn man es nicht probiert, dann weiß man nicht, was man verpasst, also, ist meine Meinung, ich bin ein Allesfresser. Sechstens, wem beschenkst du an Weihnachten? Oh, das ist einfach, meine Familie, meine engsten Freunde eventuell, je nachdem, wie wir uns immer drauf einigen. Meine Booktube-Freunde da draußen, zum Beispiel mit Wichtelpaketen. Und ansonsten, ja, das war's eigentlich schon. Mein Schatz natürlich, meine Schwiegereltern, meine Schwägerin, mein Schwager, wie sie alle heißen, die kriegen alle Geschenke. Und ja, ich liebe es, Geschenke zu machen. Mir macht es absolut Spaß, das Glitzern in den Augen der Leute zu sehen und ihre Freude zu sehen. Und ja, ich liebe Geschenke, ich liebe es. Ich kriege natürlich auch gerne selbst Geschenke, ne? Also das will ich jetzt damit gar nicht sagen. Aber ich liebe es auch gerne, ich liebe es auch sehr viel selbst zu verschenken. Meine Güte, es ist heute nicht so einfach. Das ist Video Nummer 7, man merkt es, glaube ich, ein bisschen. Aber egal, ich wollte dieses Video unbedingt noch drehen, weil ich, ja, glaube, dass ich um Heiligabend nicht so viel Zeit haben werde dafür. Siebtens, brauchst du an Weihnachten Schnee? Schnee ist bei mir sowieso allgemein so eine Sache. Ich mag Schnee. Aber ich finde es ätzend, wenn Schnee auf der Straße liegt. Also für mich kann Schnee überall liegen, in Gärten, auf Feldern, auf, keine Ahnung, überall, nur nicht auf der Straße. Wenn er sich daran halten würde, würde ich immer Schnee haben wollen. Auch zu Weihnachten, immer. Dann fände ich Schnee nämlich ultimativ geil. Aber auf der Straße mag ich Schnee tatsächlich nicht. Achtens, gehst du gerne auf den Weihnachtsmarkt? Ich weiß nicht. Also ich bin eh nicht so der Typ, der gern zu irgendwelchen Stadtfesten geht und sich da lange aufhält, in diese Partyzelte geht und so. Und beim Weihnachtsmarkt ist das ja ähnlich. Ich will dann irgendwie immer was machen. Also ich bin mehr so der Typ, der dann, keine Ahnung, der Unternehmungen macht, wo er dann in Bewegung bleiben muss und nicht nur einfach rumsteht. Also Weihnachtsmarkt muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Wenn ich das einmal in der Weihnachtszeit habe, reicht mir das eigentlich. Neuntens, dein schönstes und dein schlimmstes Geschenk. Mein schönstes Geschenk ist alles, was ich bekomme und die schlimmsten, keine Ahnung, ich glaube, ich habe noch nie ein schlimmes Geschenk gekriegt. Ich kann mich an keins entsinnen. Ich finde alle Geschenke eigentlich immer auf ihre Art und Weise toll. Die Leute geben sich Mühe, die Leute geben eventuell Geld aus oder basteln es selber. Und das ist doch das Entscheidende. An Schenken geht es doch eigentlich darum, dass der andere merkt, okay, hier wurde an mich gedacht und das ist eine Geste. Und ja, natürlich sind Bücher die allertollsten Geschenke, aber ich mag auch Parfüm oder Gutscheine für irgendwelche Shopping-Sachen. Das mag ich alles gerne, also von daher sind Geschenke eigentlich immer toll. Und schlimme Geschenke, ja, schade ist es immer, wenn man was doppelt kriegt, aber das ist nicht schlimm, sondern schade, finde ich. Und die letzte Aufgabe, die letzte Frage, zehntens, wie verbringst du Heiligabend? Ja, habe ich ja eben eigentlich schon erzählt, mit meiner Familie. Wir essen dann gemütlich, dann machen wir Bescherung, packen Geschenke aus, dann spielen wir mit unseren Sachen. Also dann beschäftigen wir uns mit unseren Sachen, unterhalten uns, spielen vielleicht noch ein Gesellschaftsspiel. Und die letzten Jahre sind wir ganz oft dann noch zu meinen Schwiegereltern gefahren, haben dann nochmal gegessen, nochmal Bescherung gemacht. Heiligabend gehen da immer bis 2, 3 Uhr nachts, so ist Heiligabend eigentlich bei uns. Und ja, ich liebe Weihnachten einfach. Ich mag es, mit der Familie zusammen zu sein, sich auszutauschen, sich zu sehen. Ja,
ich mag es. Hey, und meine Stimme ist so im Arsch. Ihr hört es, glaube ich. Deswegen mache ich jetzt mal weiter. Das war der Tag. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen, obwohl ich da so ein bisschen durchgehetzt bin. Wobei, in meinen Augen gibt es da auch nicht mehr zu sagen. Meine Botschaft ist einfach, Heiligabend ist Familienzeit und Qualitätszeit. Und Heiligabend sollte man weitestgehend genießen. Und ich hoffe einfach, dass jeder von euch da draußen Heiligabend mit etwas Positivem verbinden kann und irgendwie was hat, wo er sich wohlfühlt, wo er sich gut gehen lassen kann. Und damit es euch da draußen jetzt noch besser geht an Heiligabend, habt ihr jetzt die ultimative Chance, etwas zu gewinnen. Und ich kann euch an dieser Stelle in diesem Moment noch gar nicht sagen, wie viel ihr gewinnen könnt. Ich weiß nur, dass ich mit einigen Verlagen zusammen eine Kooperation eingegangen bin darunter. Ich zähle euch die Verlage jetzt auf, verlinke euch die Internetseiten der Verlage. Und zwar gehört dazu HarperCollins, Carlsen, CBT, DTV, Oettinger. Habe ich jemanden vergessen? Ich weiß es nicht. Kacke. Ich glaube, diese fünf gehören auf jeden Fall ganz weit vorne mit dazu. Die haben nämlich für euch Bücher sozusagen an mich gesandt. Ich kann euch an dieser Stelle noch nicht sagen, wie viele es sind. Der HarperCollins Verlag zum Beispiel hat mich wahnsinnig überrascht. Das war nämlich viel mehr, als ich gesagt habe. Ich habe gesagt, wenn jeder ein Buch schickt, reicht das. Und ich kaufe halt das Klimbim da drum herum, also dass ich euch schöne Buchpakete schnüren kann. Jetzt hat HarperCollins mich aber so überrascht, dass es auf jeden Fall mehr als fünf Pakete werden. Das war ein unlogischer Satz, aber okay. Ich kann euch auch nicht sagen, welche Titel es sind, weil das habe ich dem Verlag überlassen. Ich habe gesagt, vielleicht etwas Aktuelles, weil die Chance dann größer ist, dass ihr das Buch eventuell noch nicht habt. Und somit dürft ihr euch dann überraschen lassen, wie viele Gewinner es schlussendlich geben wird. Aber ich kann euch sagen, ich packe euch da nette Paketchen und schicke euch die dann hoffentlich in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr raus, schon spätestens in der Woche nach Neujahr. Oder die Woche danach. Ich weiß es nicht. Ich versuche mich auf jeden Fall wahnsinnig zu beeilen, sobald ich das Video hier, also das Auslosungsvideo gedreht habe, die Adressen habe. Und dann kann ich das alles packen. Ich denke, ich kaufe heute auch schon dafür ein. Also jetzt, was ist denn heute? Am 16. Und hoffe, ihr habt Spaß daran mitzumachen. Eure Bedingungen sind, ihr müsst dieses Video liken, ihr müsst einen Daumen hoch geben und schreibt mir mal, welches Buch aus welchem Verlag euch am meisten interessieren würde und beantwortet mindestens eine Frage des Weihnachtstexts noch dazu. Das sind so eure Aufgaben. Schaut auch gerne auf den Internetseiten von den Verlagen vorbei. Vielleicht seht ihr da im aktuellen Programm ja das Buch, was es eventuell sein könnte, falls ihr die aktuellen Programme noch nicht gesehen habt. Und ja, ich freue mich auf eure Nachrichten und ansonsten könnt ihr mich natürlich jetzt gleich in der Endcard abonnieren, könnt euch das letzte Video von mir anschauen und dem Ganzen natürlich auch einen Daumen hoch geben, was ihr machen solltet, wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnimmt. Falls ihr noch nicht 18 seid, braucht ihr natürlich auch schlussendlich die Einverständniserklärung eurer Eltern, also fragt bitte vorab. Ich denke, eure Eltern werden nicht viel dagegen haben, wenn ihr Bücher gewinnt, aber fragt bitte vorher. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Heiligabend und besinnliche Festtage und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, denn die nächsten Tage wird hier einiges ausgepackt werden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Bis dahin, bye!